Ja, hallo liebe Zigarren Aficionados, heute gibt es ein weiteres Review von mir. Ich habe sie schon angezündet, weil die Kamera während der Aufnahme irgendwie, beziehungsweise das Handy sich halt neu gestartet hat, warum auch immer, so warm ist es jetzt eigentlich nicht. Aber ihr seht schon hier, was das für ein richtiger, schöner Stick ist. Von AJ Fernandez gemacht, die Diesel Barrel Age, ganz neu auch in Deutschland auf dem Markt. Zunächst mal 8,90 kostet das schöne Ding, 54er Ringmaß, Toro Format, 15,24 cm Länge. Das ecuadorianische Deckblatt, was 5 Jahre alt ist. Ja. Was nachträglich noch in der Distillerie Rabbit Hole in Amerika, halt in Bourbonfässern gelagert wurde. Und Umblatt, ein mexikanisches San Andres. In der Einlage haben wir Nicaragua Puro, da haben wir Condega dabei, Jalapa und, warum ich sie auch bestellt habe, Ometepe. Ich bin ein Fan von Ometepe, von diesem vulkanischen Gestein dort. Da gibt es ja den Vulkan, der heißt Ometepe. Und deswegen ist dieser Tabak meistens so frischer, pfeffermäßig. Also so richtig, hat so ein bisschen Pep. Vom Kalkgeruch her ist es tatsächlich wie M&M's, ja? Also Schokolade und Erdnuss, ja? Ohne Witz. Eine gewisse Süße, eben dieses Schokoladige und dieses Nussige, Erdnuss. Und aber auch so ein bisschen Pfirsich, bisschen Frucht, bisschen eventuell ja, Leder schon, bisschen Pfeffer natürlich, hat man gemerkt. Und vom Kaltzug her war es eher so ein bisschen verhaltener, das so ein bisschen Würze, aber sonst nur ein bisschen Leder. Jetzt angezündet. Ist auf jeden Fall die Zigarre sehr ledrig, trocken. Ich würde sie nicht als cremig bezeichnen. Also jeder, der sagt, das ist eine cremige Zigarre, lügt. Sehr trocken, ledrig, aber nicht zu trocken, nicht zu ledrig. Ja, also von der Beschaffenheit ledrig, ja, sehr trocken, aber eben auch aromatisch hast du schön Leder, frischer Pfeffer, aber der verteilt sich ziemlich schnell auf den Lippen und auch auf der Zunge und auch im Hals. Ich merke so ein bisschen schon in der Speiseröhre oder halt irgendwie schmecke ich das dann doch, auch wenn man natürlich Zigarren nicht inhaliert oder so, aber trotzdem kriegt man über die Schleimhäute das dann doch irgendwie mit so ein bisschen rein und ich merke schon, dass da ja, Condega-Einlage ist, hat schon Bums, ja. Ometepe hat halt eben die Würze. Ja, das Condega kann man eventuell auch salopp so ein bisschen als Aroma sagen, als Kombination Kaffee und Erde. Ja, so in die Richtung kann man Condega beschreiben. Vom Jalapa merke ich noch nichts. Es ist eher so ein süßlichen, er hat eher so einen süßlichen Touch. Also tatsächlich ist jetzt am Anfang die Kombination Leder. Würze, bisschen Kaffee und so ein Hauch Erde. Aber das dominante Aroma ist Leder tatsächlich. Ja, vom fruchtigen Kaltgeruch, ich habe ja gesagt, dieses Pfirsichartige oder Traubenartige, wenn man möchte, schmecke ich momentan nicht so wirklich was. Von der Schokolade auch nicht wirklich was und auch von der Süße auch noch nicht wirklich was. Da bahnt sich so ein bisschen vielleicht was an von der Süße. Ja, also ich bin gespannt, wie sie sich noch weiterentwickelt. Vom Design her ist es halt eher so ja, hip. Also, oder was heißt hip? Das ist so ein bisschen auf Retro gemacht, ja, so refurbished, so ein bisschen, wie nennt man das bei den Jeans, wenn sie dann halt neu gemacht sind, aber dann bei den Knien tun sie dann noch so ein bisschen wegreiben, dann nennt man das irgendwie, keine Ahnung, so eine Pseudo-Retina. Also es sieht oldschool aus, aber halt trotzdem hip mit diesen schiefen Ausschnitten hier. Und das am Fuß noch so eine Bauchbinde gehabt mit Barrel Aged Diesel. Genau, made by AJ Fernandez in Nicaragua. Ja. Ich bin gespannt. Also das Ometepe-lastige, sage ich jetzt mal, ist am Anfang zumindest ausreichend zufriedenstellend da. Und bin gespannt. Also ich hoffe, dass da noch ein bisschen eben was vom Kaltgeruch kommt. Weil dieses M&M's, dieses Schokoladige so, das hat mir sehr gefallen. Und dieses Süßliche und auch dieses Fruchtige. Ja. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr durch diese Barrel-Age-Geschichte. Das war ja zum Beispiel bei der Perdomo Double-Age oder Barrel 12 Years, was weiß ich. Da gab es ja auch verschiedene Linien, die halt dann eben auch im Whisky und Rumfass. Das war mir auch zu wenig Frucht. Ja, aber mal schauen, wie sie sich weiterentwickelt. Relativ fluffige Asche.
Also aromatisch ist auf jeden Fall Leder deutlicher noch hervorgekommen. Also es ist eine der ledrigsten Zigarren, die ich dieses Jahr auf jeden Fall hatte. Ja, Kaffee, frischer schwarzer Kaffee, Erde und so ein Hauch Süße kommt jetzt doch hindurch. Aber ansonsten tut sich da nicht wirklich was. Ja. Nach wie vor, ja, auch diese Würze jetzt so im Rachenraum oder halt hinten da bei der Glocke. Nicht kratzig, aber so ein bisschen, ja, man merkt schon, dass da mit Condega und Ometepe, dass da schon was geht. Ja, aber aromatisch, ja, jetzt, ich hoffe, dass da noch das Fruchtige und das Süßliche, Schokoladige noch kommt am Schluss, hoffe ich sehr, sehr. Genau, das ist so ein kurzes Feedback noch. Ja, wie ihr seht, wirklich schöner Abbrand, schöne Asche. Geschmacklich kommt jetzt doch was leicht Süßliches vom Anfang und was leicht Nussiges hinzu. Ansonsten nach wie vor Leder, Erde, ein bisschen Kaffee. Aber tolles Rauchvolumen nach wie vor. Und hier sieht man dann das Deckblatt ein bisschen besser. Schöne Farbe. Schönes Ding. Aber ich hoffe, dass eben dieses nussige, schokoladige und dieses fruchtige vom Anfang, dass sich da am Schluss der Kreis auf jeden Fall nochmal schließt. Ich hoffe, da kommt im letzten Drittel noch was. Ja, jetzt ist der Abbrand nicht mehr ganz so schön, aber jetzt kommt deutlich mehr Floralität hinzu. Gewisse grasige Aromen. Die Erde wird dominanter jetzt. Leder nach wie vor, trocken ist sie. Und das wollte ich noch zu Ometepe sagen. Weil oft werden halt die Ometepe-Tabake weniger genommen, weil die anscheinend etwas teurer ist, weil da nicht so viel angebaut werden kann, da bei diesem Vulkangestein. Und wenn du dann aber eben so diese Ometepe-Würze deutlich länger hast, so am Anfang so 20 Minuten, so wie hier in dem Fall, dann weißt du, da ist schon ordentlich Ometepe mit drin. Und am Schluss eben kommt es wieder zurück, so ein bisschen Schärfe sogar auch. Und ist hier leider aufgegangen. Ja, aber die letzten 20, 25 Minuten war sie schon eine halbe Stunde fast recht geradlinig. Aber schön Leder, Hauch Kaffee vorhin, wie gesagt. Und jetzt schauen wir mal, ob sich da noch was tut. Ich bezweifle es aber. Bisschen enttäuscht, dass diese fruchtigen Nuancen nicht da waren. Dieses leicht ja, erdnussartige, nussige, leicht süßliche war hier und da mal da. Ja. Aber unkomplizierte Zigarre. Preis ist auch in Ordnung. Ich finde das Format nicht schlecht. 54 Ringmaß, 15,24 cm. Gibt es auch aus Robusto, ne? Die ist dann so ein bisschen kürzer. 13,97 cm und 52er Ringmaß für 8,20. Ja. So arg viel tut sich nicht wirklich was. Also so ein bisschen doch dieses Nuss vom Anfang kommt. Das Mexikanische ist ja meistens so toastig. Also das Mexikanische ist ein Andersumblatt. So ein bisschen Toast kommt vielleicht, ja, doch auch noch mal hinzu, aber ansonsten eher erdig, grasig, floral, ledrig. So ein bisschen tut sich was, aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch groß Fruchtigkeit noch kommt. Deswegen auf jeden Fall einen ganzen Punkt Abzug. Aber grundsätzlich ist es eine interessante, gute Zigarre, schönes Format. Ich würde eine 4 geben, würde ich auf jeden Fall noch mal rauchen, weil halt eben ordentliche Ometepe-Würze am Start ist. Erinnert eben so ein bisschen an die Plasencia Fuego. Ja, hat ja auch Ometepe mit dabei. Ja, also für den Winter oder für den Herbst finde ich, ist das eine gute Zigarre. Jetzt im Hochsommer würde ich sie auch nicht unbedingt rauchen wollen, weil sie schon eher kräftiger ist. Ja, also 4 von 5.